Ach, herrlich. Man hatte närrisch genug hinzublicken, um schnell einen Duell durchzuführen. Formel Legende des Bogens, also. Ja, okay, probier mal. Na, kippst du runter? Kippst du runter? Schau, wer runterfällt. Klatsch! Wir brauchen eine Menge mehr Rohstoff, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten? Ich darf nur den grünen Bereich haben und muss da alle die dort töten. Ein geübter Jäger ist eine unaufhaltsame Kampfmaschine. Wie soll denn die da drüben treffen? Dann ziehen wir mal da hin. Tot? Ja, tot. Eigentlich muss ich die ja nicht alle mit dem Pfeil töten, die kann ja. Ich rieche etwas! Da ist er! Zeig mir, was du kannst! Na, nicht du. Jawohl, genau so habe ich mir gedacht. Der Tag ist wohl abgehauen. Ich habe keine Pfeile mehr, deswegen. War das der Tag? Das ist unser Hauptmann überhaupt. Erstmal wieder ein bisschen Fokus aufladen. Sechs Uhr sind eh schon tot. Und locken die Kreatur hinein. Sie stirbt so oder so durch uns. Waldläufer! Du bewegst dich so leise. Fast lautlos. Vielleicht bist du mal laut, wenn ich dich vollends aufschlitze! Alter Schwede. Hä? Na komm! Davon ab! Es gibt immer ein nächstes Mal. Okay, ich bin nicht schlecht. Kannst
Ich werde dir nicht wehtun. Oh Gott, da bist du. Was könntest du mir denn verraten? Überzogen. Gehen wir da hinten. Speermeister. Schöner Helm. Inspiriert andere Uruks, gemeinsam zu kämpfen. Okay, er ist so ein Team-Mensch. Oh, Uruk. Du hast einen Pfeil in den Rücken. Zu den Toten, stell den Greif abstechen, Fokus wieder her. Okay. Das haben wir schon geschafft. Na komm, wenn du jetzt davon laufst. Nein! Irgendwie konnte es. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Jetzt haben wir da noch ein paar Karagor her zur Verstärkung. Letzten noch. Der hat glaube ich gerade gekämpft. Also gleich gefressen. Aber wie die schreien. Na, geht doch. Waffenverbesserung. All die müssen ab, um zu erhalten. Also im Grunde genommen ist es einfach nur um Fähigkeitspunkte zu erhalten, damit man da mehr aufleveln kann. Und mach Jagd auf Hauptmänner. Kritischer Treffer, Anstieg der Drücke, wenn Schlag den nächsten übergeht, um den Bonus zu erhalten. Mhm, okay. Das mache ich doch sehr gern. Wurfdolche, um einen Dolch zu werfen und den Gegner rückwärts stolpern lässt. Gedrückt halten, die umstehenden Gegner in Furcht treiben. Ja, auch das mal vielleicht. Das brauche ich auf jeden Fall. Schleichaufzehrung ist praktisch Gift. Das kommt wahrscheinlich wegen der Story-Mission. Das muss ich so freischalten. Orange brennen. Ja, es ist mir dann doch relativ egal. Was bist du? Ausgerüstet. Das ist okay. Stärke durch Mut, Stufe 10, stellt bei der Klingenhageltötung 10% Gesundheit wieder her. Machen wir das. Also gut, und weiter geht's. Warte mal, Jagdherausforderung? Genau, geflügelte Untiere.
sein. Na, fliegt irgendwo was außer Fliegen? Ich sehe nichts. Da war doch ein Geräusch. Ja, es sind sogar mehrere Charakter. Hallo? Da. Ehrlich gesagt, die Runen interessieren mich so, bis auf die Punkte überhaupt nicht. Wer bist du denn? Ruchdug. Der Schriftgelehrte. Ziel markieren. Warte, ist Gott aggressiert? Da liegt ein riesiges Schwert. Wahrscheinlich von der Statue. Und da und so. Okay, du scheiß Korta! Ja, du schon, du. Schleicht hier jemand herum, du? Nö. Ich sag jetzt offiziell, nö. Aber ganz kurz was zum Essen. Ach, der Gelehrte. Und da ist er erwischt. Wieso gehst du immer auf mich, du Dackel? Komm doch wieder mal hoch. Ich dachte, wieder mal ein bisschen Energie brauchen, so wie es ausschaut. Immer wieder rein. Und weg. Okay, das war ein wuchtiger Schlag. Und anschauen und hupfen. Dann gehen wir mal auf den Turm hoch, da waren wir eh noch nicht. Eine Zitadelle aus alter Zeit. Geheimnisse, die nur meine Augen sehen.
Also jetzt habe ich da schon richtig viel freigeschalten, gell? Da wurde es übelst, überall da, wo man so Sonderpunkte freischalten kann. Urschubber Graugeschlechter, fest mal, um Sauron's Armee zu schwächen. Ach, das lassen wir mal. Was ist da hinten? Machtprobe, Zwergenfresser, um Sauron's Armee zu schwächen. Der Wahnsinnige. Zu dem muss ich hin. Gibt es da irgendwo einen Turm in der Nähe? Wo bin ich überhaupt? Wir sind unten wahrscheinlich. Ach so, na. Zu dir möchte ich hin. Die Mission möchte ich machen. Dahin tun wir Schnellreise. Pfeifenkraut brauchen wir noch eins und geflügelte Untiere brauchen wir noch ein paar. Pfeifenkraut ist, glaube ich, das dort vorne, das grüne Kreuz. Endlich! Es wurde auch Zeit! Hat jemand diesen Tag erwischt? Da ist es. Nach einem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gebrüll. Die Hauptmänner kämpfen! Danke. Ja, ja. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Ihr Bleich heute seid so schwach! Mit Salto. Danke, Waldläufer. Was? Wer heißt Kraut? Hör auf mir, ist Hinterkraut. Hab Dank. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Vielen Dank, Waldläufer. Da links noch eins. Ihr geht mir alle auf die Nerven. Den nächsten, der mir dumm kommt, schlag ich tot. So ein Pfeifenkraut, das wird nicht gebraucht. Das ist Pfeifenkraut, das brauche ich nicht. Ich möchte eine Mission da hinten machen. Das Gefangenenlager. Ach, okay, da ist oben das. Seine Azur, Gizmo. Irgendwas zieht von Norden hier herüber. Bist du es Azur? Ja. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. Nicht schon wieder. Es waren bloß Klaren mit den Füßen geschlumpft. Ich habe sie auch gesehen. Das waren keine Menschen, es sei denn, die Bleichhäute haben sich inzwischen. Wer bist du denn? Hurra. Der Befleckte, für schlecht wurde Stöße. Morgai fliegen, Fuffer verbrennen, hasst seinen Rivalen. Und Regeneration. Wir haben dich gefunden. Richtig, ja nicht leicht, ein Häuptling zu sein. So viele Befehle zu ergeben, da muss man auch noch den Waldläufer aufhalten. Warum machst du dir Gedanken über so etwas? Du wirst nie stark genug sein, um Häuptling zu werden. Wenn ich Häuptling wäre, würde ich mir bloß Gedanken machen, euch zu halten. Ich könnte. Wenn unser Häuptling zu reden beginnt, werden sie alle genau hören. So, ja, du hast Angst. Und diese Angst ist deine Schwäche. Na?
das hättest du jetzt Kummer gesehen, gell? Schlechte Hintergrund, Fokus wieder. Das brauchen wir nicht. Saurons Armee, was ist da so passiert? Währenddessen gar nichts. Dort ist er! Hört ihn! Blute für mich! Ja, geht schon. Was, du bist der Alarmslösen? Schleicht da jemand her? Nichts. Und einmal darum. Die sind einfach nervig. Haben Angst vor der Dunkelheit. Guck mal da durch. Da guckt man durch. Was in Baradur vor sich geht. Sie würden so vor Angst ja sterben. Dann brauchen wir sie nicht umbringen. Okay, das ist mir recht egal. Und weg. So, jetzt muss man